Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem Community-Projekt Arc Park mit dem Pokémon Evolved Mod. Wir haben die ersten Pokémon gefunden und jetzt geht es daran, sie zu zähmen. Wir haben uns hier übrigens den Vierarm hingestellt, den kannst du haben, hat er geschrieben. Mach oh mal. Echt? Access Inventory. Okay. Braucht man einen Sattel dafür? Sicher? Kann ich mich da draufsetzen? Weiß ich nicht. Nee, man kann nicht auf den reiten. Ich glaube, dann kann man hinterherlaufen. Es gibt welche, auf denen man auf jeden Fall reiten kann. Na, wahrscheinlich sowas wie dieses Vieh da hinten. Dieses Hirschvieh. Xerneas. Aber ich glaube, das macht ziemlich böse Aua. Ich denke nicht, dass wir das kriegen. Es ist so klein und süß und flauschig. Ist es fertig? Nee, das ist ein anderes von uns. Das nee, das habe ich gerade nebenbei getrieben. Eine Vorentwicklung. Guck mal. Ein Fuchs. Stimmt, das sind keine Katzen, das sind Füchse, ja. Eher schon Hunde. Meine, ne? Vulpix und Volola sind doch Füchse. Hunde, Fuchs, auch, Katzen ja. Sind das. Aber, you have tamed an Umbreon. Ach, da. Ach, das ist der Hase ist fertig. Fuchs, kein Hase. Hund. Gehen wir weiter gucken? Fuchshund. Wäre ich dafür. Es sieht irgendwie so ein bisschen böse aus. Es guckt so gemein irgendwie. Es guckt so grimmig. Nehmen wir einfach alles, was wir zählen, mit auf Follow? Ja. Ja, wir zählen einfach alles, was wir können. Wir sollen einen Tauboss zähmen. Kann es kastrieren? Kann man damit züchten? Ja, mit Tauboss kann man bestimmt fliegen. Mhm. Bestimmt. Mhm. Wo gehen wir entlang? Den Strand weiter entlang? Oh Gott, das Viech ist ja voll langsam. Bitte Bisaflor oder Knospen oder auch Samen. Kann man das irgendwie tragen? Ha, wie das hüpft, Leute. Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis das mitkommt. Das ist doch so eine Pflanze übrigens. Hier, der hat doch vier Arme hier. Der kann doch jedes in einen Arm und dann ab geht's hier, ne? Das geht doch eigentlich, oder nicht? Oh, ein Lystros habe ich noch nie gesehen. Ein Lystromon? Ein Lystromon. Und ob man das hier so beschleunigen kann. Da hinten liegt doch ein Para. Da hat einer. Hier ist noch ein also, Para-Rizzi. Wo seid ihr jetzt lang gegangen? Oh Gott, ein Pegomastax. Ha! Haha, wie er beklauen will hier der gleich. Der kann alle. Was erleben. Warte, nein, aua. Betäuben. Mich nein, betäuben. Nein, aber. Nicht mich. Die Pokémon gehen drauf. Ja, sie gehen ins Wasser, oh Gott. Oh, er gibt mir meine Bären. Ich sehe nur Ohren im Wasser. Bringt da hinten ist ein Dodo im Wasser. Was ist da denn los? Wollen es nicht umbringen. Der steht hier hinten auf dem Felsen, das ist auch geil. Der Fels in der Brandung. Hier ist noch ein Evoli. Die greifen das wilde Evoli an hier. Soll das so sein? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wer schießt denn hier? Ja, aber. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Doch, das geht auch. Könnte auch. Echt? Gehen, das dauert aber bestimmt lange. Fast, dass die Elektro-Dingens aber mein Evoli hat einen Dart im Hintern. Das ist nicht gut. Kannst du das nicht tragen? Das ist so klein. Nee, kann man nicht. Schon probiert. Oh. Mein Macho-Man hat einen Dart im. Naja, nicht im Bein, irgendwo daneben, ist aber egal. Evoli, guck mal. Macho, Macho Man. Also I got to be a Macho Man. Oh, ein Evoli. Das war aber nicht der Pokémon-Song gerade. Ja. Der für Erwachsene. Das ist der. Das ist ein Bisa-Knosp. Hey, was ist das hier? Ein Nachthafer. Pillow-Swein. Ach so, Keifel. Swein, ja. Keifel. Das ist einfach nur eine Kapuze, eine riesige irgendwie. Mhm. Ach, hier ist vorne. Ach, das wird gerade gezähmt. Mhm. Hier ist vorne. Da weiß man nicht so richtig, wo vorne und hinten ist, ne? Auf den ersten Blick. So, muss man erstmal überlegen. Aber der frisst zum Beispiel Bären. Wie heißt die Pokémon-Mod? Wie hießen die nochmal? Pokémon Evolved. Ich habe jetzt einen Begleiter hier. Die Mission für mich ist jetzt eigentlich vor allem, einen Pikachu zu bekommen. Das heißt, ich muss Pokémon töten. Ich darf sie gar nicht zähmen, ich muss sie töten. Das heißt, ich sollte sie betäuben und dann erschlagen und dann kriege ich die Credits, ne? Stimmt, eigentlich so läuft das wir ja. Fast die töten, die uns auf dem Weg liegen, so, die wir nicht brauchen. Das stimmt. Oder es zumindest versuchen. Ich fände das auch am sinnvollsten, weil dann können wir uns auch Pokémon kaufen einfach. Und wir können die Rare Candies kaufen, damit kannst du die schneller tamen. Das ist wie Kibble, glaube ich. Ja. Sollte so sein.
Ich zähle mir meine zwei noch fertig, dann komme ich auch hinterher. Es hat 5 Credits gegeben. Es ist weggesnappt. Huch. Aber warte mal, hier ist wieder so eine Pflanze. Ich betäube jetzt die Pflanze, dann erschlage ich sie und dann nehme ich ihr Geld. Wie man das in Neukölln so macht. So, warte jetzt. Kleines Pflänzchen hier. Die macht voll lustige Geräusche, wenn man sie schlägt. Ich habe 11 Credits bekommen. Ja, geil, weißt du Bescheid. Wie viel brauche ich nochmal für einen Pikachu? 5000? 1000. Ja, weißt du Bescheid. Da müssen einige Pflanzen dran glauben heute. Kurz bevor er alle Credits zusammen hat, läuft ihm wildes Pikachu entgegen. Das ist halt die Sache. Angeblich soll es nicht alle wild geben. Aber die Zuschauer scheinen sich ja gut auszukennen. Wisst ihr, ob es wilde Pikachus gibt? Kann man die, die man sich kaufen kann, auch wild finden? Oder geht das nicht? Teilweise. Wie ist denn das? Also man kann zum Beispiel auch Evoli kaufen und so weiter, aber wir haben es ja schon gefunden. Okay, da müsste man ja eigentlich Pikachu auch finden können, oder nicht? Weiß ich nicht. Meinst du, es gibt mehr Credits, wenn man die Viecher mit Pokémon tötet? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Könnte man probieren. Aber man kann die Pokémon leveln. Ja, aber wenn wir mal ein Pokémon mit einem Pokémon töten. Kann man ein Pokémon bolan, ist eine andere Frage. Kann man, wird geschrieben. Was ist ein Pikachu, wurde da. Was? Das ist ein ganz bekannter Dinosaurier. Wilde Pikachus gibt es. Okay, Mission, ja, für alle Pikachu finden. Aber ich will Nakani. Aber Pikachu. Ich will das Sichlor. Aber Pikachu. Garados. Da hinten ist ein Pikachu. Warte, da hinten ist was krasses. Moment. Da ist ein Arbok. Ich sehe Arbok. Arbok. Da ist eine Schlange. Arbok. Und hier ist noch was Arbok. Komisches. Was ist das? Das ist diese komische Enspur oder wie das heißt. Der Espur. Diese fliegende Geisterkatze. Gott, das ist voll schnell. Ja, ich sehe es. Eine fliegende Geisterkatze. 2 Euro von Christoph Libudo. Ja, es gibt. Libuda, Verzeihung. Es gibt Pikachu, aber selten. Hier. Pikachu gibt es selten. Nee, wie heißt das? Psiao oder Psiao? Ja, nee. Psiana? Die Vorentwicklung. Oder Psiao? Ja. Das ist Psiao. Es gibt Pikachu, aber selten. Wir müssen Pikachu finden. Da hinten ist was. Was ist das? Wo seid ihr denn jetzt hingelaufen? Da ist schon wieder sowas mit einer Pflanze hinten drauf. Aua. Ivysaur. So. Lass die Pokémon es töten. Fresst es. Wo ist eigentlich mein vierarmiger Mann? Ah, er ist hinter mir. Mein Macho-Man. Oh. Macho-Man. Jeder bekommt Credits, wenn er in der Nähe steht, oder? Ja. Ich hab keine gekriegt. Ich hab 9 Credits. Ja. Das Ding gegen Pelz und Hide und Fleisch. Ach, deswegen habe ich schon 61. Nee, ich habe vorhin 11 bekommen und hatte vorher 50. Das heißt, ich habe von euch jetzt keinen bekommen. Das ist zu weit weg bestimmt. Da müssen wir mal alle ein bisschen zusammenstehen jetzt. Da müssen dürfen wir uns mal nicht so separieren. Wir müssen uns als Einheit bewegen. Wollen wir hier runterspringen? Zum Arbok? Ins Wasser? Ja, ins Wasser. Das ist nicht tief genug, glaube ich. Ich probier's. Okay, ich auch. Scheiße, ich bin gar nicht gesprungen. Ist tief genug. Ah, ich bin an Anja geprallt und rutsche. Aua! Passt auf, da sind Biber. Mein Pokémon läuft übers Wasser, es ist Jesus. Naja, es läuft durchs Wasser, okay. Halber Jesumon. Ah, pass auf, Alter! Schlange spuckt Gift. Ja, Blitzdingsen. Aber ich weiß nicht, wo da die Hitbox ist. Scheiße, your Torpidity increased rapidly. Ja, ich auch. Es haut ab, jetzt druft da. Ich hab grad schon gedruft. Ich schlafe. Warte, hast du Simberries? Der ist hinterher gerannt und einfach umgefallen. Hast du Simberries? Ja. Nein, ich schlafe auch, scheiße. Es liegt. Also, es ist betäubt. Na, ihr müsst uns aufwecken. Schnell. Ich will's heilen. Ihr müsst uns aufwecken. Hilfe. Wecken. Wo seid ihr? Wir schlafen. Busch. Komm dich ins Inventar vom Arbok. Was ist das denn? Hinter dir, Dilo. Hinter dir. Ich hab meine Rüstung gefressen. Mein Pokémon, mein Macho-Man, der macht das. Wo hänge ich denn hier fest? Gott. Hilfe! Kommst du ins Inventar ran? Ich glaube, ich mach gleich auf. Da sammeln wir mal wieder einen Schuss in den Ofen. Ja, aber echt. Ein Ofen mit Schuss war das. Hä? Ich hab kein Inventar. Er kommt nicht ins Inventar. Vielleicht ist es schon gezähmt. Das ist ein Passiv-Tame. Ja! Put Food, warte mal, da steht doch Put Food in Inventory. Mach mal das Inventar auf.
Ich fülle mal meine Wasserflaschen. Ja, lass es doch töten einfach. Wenn wir es nicht zähmen können, dann töten wir es jetzt. Na gut. Dann kriegen wir Credits. Dann bin ich mal gespannt, wenn ihr das jetzt per Hand tötet, ob es dann wieder nur 5 gibt oder so. Ich habe 10 bekommen. Ich auch. Okay, dann... Ja. Scheint verschieden zu sein, je nachdem, was man tötet wohl. Wie viel gab es denn vorher? Bei einem haben wir, glaube ich, eine 5 bekommen und dann haben wir irgendwie 7, glaube ich, gekriegt. Guckt mal auf die Fleischfresserinsel, dort sind Legendäris. Okay. Legendäris. Gehen wir denn lang? Was sind denn Legendäris? Legendäre Pokémon, meinten die. Ich habe da keine gesehen, aber naja. Hier ist ein Terizino, ne? Wir sollten auch die normale Fauna nicht aus den Augen verlieren, glaube ich. Können wir auch schocken. Aber gut, die Frage ist natürlich, können unsere Pokémon diese ganzen Standard-Arc-Viecher locker platt machen oder haben die da doch noch ein Problem? Teilweise können ja gegen kämpfen, aber... Trodons! Nein! Oh Gott, nein! Weg hier, weg hier! Hilfe! Nimm es weg! Ich hab's geblitzt, Dings, es rennt davon. Ja, nice, okay. Kommt aber bestimmt wieder. Es wird ja auch dunkel. Wollen wir nicht lieber am Strand bleiben? Ja, lasst mal am Strand erstmal entlang gehen, oder? Da sehen wir immer was. Egal, ob es dunkel ist oder... Geh mal da lang, oder? Hier, genau hier lang. Mir nach! Mir nach, also vor ihm. Ja, mir nach. Ja, alle rennen vorbei. Soll ich mal die Biberdämme gucken? Kompi! Oh, Kompi! Bzzz. Hier ist so ein Bisa-Knosp oder so, was du doch tamen solltest, oder nicht? Samen wurde, glaube ich, gesagt. Bisa-Samen. Samen ist die Entwicklung davor. Welches Level hat denn das Bisa-Knosp? Warte mal, mein Macho-Man hängt fest. 32. Die hängen alle fest hier, wir haben alle Pokémon gleich. Hier, die kommen hier nicht vorbei. Und das sollte ich jetzt zähmen, war das das? Das ist Bisa-Knosp. Eins von denen, es gibt jetzt einen ganz kleinen und einen ganz groß. Nochmal. Ah ja. Die können ja nicht, also man kann die ja nicht evolvieren, wenn man die mal hat, ne? Man muss ja schon... Fritzi. Alter. dieses Geräusch. Du sollst jetzt nicht Computer spielen hier. Aber, du such die. Das gibt's doch nicht. Wie in der Spielhalle hier. Jeder hat sein... So muss das dann sein, wenn alle dann mit einer Nintendo NX rumlaufen. Die macht dann bestimmt auch so ein Geräusch. Oh Gott. Das Rare Food, das gammelt in 10 Minuten. Ich wollte es mal ausprobieren, aber es kommen 5 raus. Gammelfood. Wie sich von 10 Leuten nur 2 mit Pokémon auskennen, ja. Ich bin froh, dass sich überhaupt jemand auskennt. Ich bin da voll dankbar für. Ich kenne mich nämlich nicht aus. Was ist los hier? Ich kenne mich null aus. Ich kenne Pikachu. Ich kenne vielleicht noch so Karpador und Bisasam und das war's. Mehr kenne ich nicht. Irgendwas Tolles, was wir noch nicht gesehen haben. Ich hab Rare Food, ich muss es loswerden, bevor es gammelt. Rare Food? Wie Rare Food? Was Rare Food? Ich hab ihr Lieblingsessen gerade gemacht in der Konsole da. 5 Stück. Wartet mal, wir können ja trinken. Ja, ich hab meine Beutel auch schon aufgefüllt. Deine Beutel? Alle Beutel? Ich hab 3 dabei. Trinkbeutel. Hast du Sonderbonbons gemacht oder was, Ritzi? Ja, so in etwa. Macht eure Trinkpäckchen voll. Aber Sonderbonbons geben ja eigentlich nur Level ab. Ja, es ist irgendwie so eine Art Schokoriegel oder so. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann ja welche geben. Gibt es Arceus in dem Mod? Arceus. Arceus. Keine Ahnung. Hier ist wieder ein Evoli. Weiß ich nicht. Holt Marl legendäre Pokémons. Da müsst ihr erstmal wissen, wo es die gibt. Also irgendwer meint ja auf der Kano Island. Dort hinten der Hirsch war ein legendäres. Ach so. Ja gut, da sind wir jetzt schon weg nur davon, ne? Wir laufen jetzt einmal um die Insel rum und dann können wir ja mal versuchen, uns auf Kano Island zu bewegen und dann mal gucken, was es da gibt. Wenn wir da an den Fleischfässern vorbeikommen. Ich weiß, die können wir doch bloß an der Küste steht, wenn wir so weiterlaufen. Das können wir nehmen. Na siehst du. Mach ein Evoli. Ach, da ist ein totes Sarg. Okay, ich dachte schon, irgendwas stimmt nicht mit dem. Alle. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Da war was Großes im Wasser. Ich meine, es war ein Garados. Hier in, ja, hier wird Garados geschrieben... Voraus. In den schlimmsten Gebieten gibt es Legendäre, wird geschrieben. Nein! In den schlimmsten Gebieten, wir müssen in die schlimmsten Gebiete. Also Xerneas war auch legendär, das war jetzt nicht unbedingt im schlimmsten Gebiet. Oh. Ja, aber das war ja auch nur eins. Was ist denn das da vorne, ey? Hilfe! Ich hab Angst! Es Septes! Es schläft. Genau wie Rizzi. Blitzdingstes. Hier war doch gerade noch ein Pokémon aufgetaucht im Wasser, ich hab's doch genau gesehen. Ja, Garados da.
Jetzt ist es weg. Im Wasser können wir es doch gar nicht seppen. Stimmt, ne? Da müssen wir rauslocken. Wie machen wir das denn dann im Wasser? Das ist ein Wasser-Pokémon. Wie soll das bitte rauskommen? Das kriegen wir schon hin. Hier, mein, kann bestimmt reiten. Mein vierarmiger Macho-Man, der macht das schon. Der hebt das einfach raus. Und dann endet Macho, das so wie mit deinem Ichti? Ja. Aquaria, nein! Ach man, da gehen wieder alte Wunden auf. Ich hab's schon irgendwie wieder verarbeitet. Jetzt muss ich wieder... Ich schlafe noch. Aber sie hat einen schönen Grabstein. Auf dem Halloween-Friedhof hat sie gekriegt. Und da, wo ihr auch alle liegt. Ihr müsst zum Sumpf, da habe ich dreimal Pikachu gesehen. Na klar, natürlich, Pikachu ist natürlich im Sumpf. Wo sonst? Wahrscheinlich sind das die Blutegel umgewandelt. Ja, der springt einen dann so an. Pikachu! Oh Gott. Der klebt dann auf deiner Schulter. Hier ist ein Evoli und ein... Gleich lebe ich wieder, juhu. Nofensa und ein Dodel-Level. Hier ist wieder so eine Pflanze, tötet sie. Wir davon brauchen doch noch Credits. Evoli und noch Nofensa. Wir brauchen doch die Credits. Ihr lasst mich neben einem betäubten Sarko liegen. Das wird sogar getötet. Der schläft doch länger als du. Übrigens ist Evoli von Nonsters gegen Stein gerannt und kommt nicht weg. Ja, das ist. Hey, war das nicht unsers? Ach so. Oh, das ist wie das klingt, wenn man die. Das klingt auch wie so ein Buzzer in so einer Gameshow irgendwie. Das seid ihr. Das ist wie bei Familienduell, wenn die da mal den Knopf drücken. Aber das kennt auch keiner mehr. Betäubt doch mal was Tolles, damit ich die Pokeriegel reinschmeißen kann. Evoli Level 40, oh, willst du das soll, mitnehmen? Soll ich dir da welche reinschmeißen? Im Sumpf gibt's große Scheißer, schreibt da jemand. Oder Kano Island. Wie große Scheißer. Hallo? Da steht Rare Candy. Ja. Und hier auch, ihr müsst zu The Center, da ist alles voll mit Pokémon. Ja, dann laufen wir mal los, ne? Kann ja dann gehen wir mal zu Fuß, wir gehen jetzt zu Fuß zu The Center, genau. Das ist super, ja. Da, dauert nicht lange. Wer das jetzt? Nee, der frisst das Fleisch. Oh. Läuft er mir noch nach? Ja, er läuft mir noch nach. Kannst Force-Feeden probieren. Ja, versuch mal. Warten wir auch aufeinander oder streuen wir uns wieder? Kann das sein, dass wir uns gerade wieder hat zerstreuen? Hast du das gebracht? Nee, ne? Nee. Moment, streuen wir uns, was denn für eine Verarsche? Oh. Bleibt mal dann stehen da vorne, lauft mal nicht weiter hier. Ich mach's gut. Lass mal zurückgehen zu den anderen. Da ist noch einer vor uns. Ja, das finde ich. Ari. Ist da noch einer? Ari, komm mal zurück, die Ari anderen. Ist noch vor uns. Ich mein Fleisch wieder. Bin doch schon die auf sind noch Weg. Hinten. Wir haben Ritzi liegen lassen. Ja, neben einem betäubten Krokodil. Wir haben sie zurückgelassen. Schweine. Immerhin war das Krokodil betäubt, ja. Aber du bist einfach zurückgeblieben. Das muss man auch mal sagen. Da hinten sind sie doch. Hier, wir sind gar nicht so weit auseinander. Jetzt hängt mein Macho-Man. Da hinten ist wieder das Wasser-Pokémon, das Garados. Das frisst irgendwas. Es sind zwei Garados. Eins ist tot. Ob es wohl auch ein rotes gibt? Ist das eine Seeschlange? Ja, genau sowas. Das sieht ja abgefahren aus. Das ist doch interessant, das will ich haben. Ja, wie willst du das denn machen? Vorsicht, hier ist Aua, scheiße. Also, nein, geh nicht auf ihn los. Kein Piranha, aber... Ja. Das kannst du, glaube ich, nicht, oder? Geht das? Nee, das geht nicht. Da müssen wir dann mit Armbrust betäuben, wahrscheinlich. Weißt du was, das machen wir jetzt auf die altmodische Art. Mit dem Knüppel. Hey, wie hast du das denn jetzt gemacht? Hast du es erschossen? Ja. Achso. Ich habe nur eine riesige Explosionswolke gesehen und dachte so, hä? Im Center habe ich Pikachu gefunden. Ich glaube, sie meinen das Center von der Map, kann das sein? Also sie meinen jetzt nicht das Center, die Map, oder? Schwer zu sagen. Dieses poppelnde Pokémon da, das ist doch wirklich... Es sieht doch aus wie ein Hase eigentlich, oder? So, wenn's so hoppelt. Das ist ein Fuchs. Das sieht doch niemals... Wo ist das denn ein Fuchs? Also, ja gut, in Japan, man weiß es nicht. Oh. Sind meine Viecher schon wieder hängengeblieben? Ach, ist doch egal. Wie sehen eigentlich japanische Bären aus? Japanisch. Pandas. Mit 16 zu 9 Augen. Es gibt Kirschen als Pokémon. Hier. Kirschen? Ja, tatsächlich. Ja. Kann man die essen? Auch. Ist vielleicht nicht unbedingt zu raten, aber... Sollen wir hier bei den Fluss rüber, am Ufer weiter entlang, oder...
Hier wird geschrieben, bestimmt ist ein Pikachu ein Giganotto. Weiß nicht, ja. Wollen wir weiter in die Mitte rein oder wollen wir über den Fluss? Naja, ich weiß es nicht. Also, es wird ja gesagt, wir sollen ins Landesinnere gehen für die guten Pokémon. Das müssen wir, also, da müssen wir eigentlich hier weiterlaufen jetzt. Oder? Ja, gut. Wir folgen jetzt dem Flusslauf, genau. Und werden dann irgendwann im Sumpf, werden wir dann gefressen. Spätestens da. Sind denn alle da? Ja, also ich bin da, hinter uns. Wer ist hinter uns noch? Mein Typ ist halt nicht der schnellste irgendwie. Der rennt irgendwie nicht. Der kennt immer nur eine. So langsam. Aber eure sind ja nun wirklich die langsamsten hier irgendwie. Obwohl, nee, mein Typ ist echt der langsamste. Ja, wenn du weit genug weg bist, rennt der schneller. Echt? Oder? Ja, Tatsache. Okay, gut. Das sieht auch witzig aus. Das sieht auch voll so Anime-mäßig aus, wie der rennt irgendwie. Da müsste sich noch der Hintergrund so ständig so bewegen. So eine Fläche einfach, die sich schnell bewegt. So. Oh, er kommt da nicht rüber. Scheiße. Ja, deswegen bin ich schwimmen gegangen. Okay, scheiße. Moment. Oder warte mal, ich hau ihn einfach frei. Die anderen hängen auch fest hier. Mein Gott, jetzt hol sie doch mal in die Pokebälle zurück. Das ist ja nervig. Ja, kann man das nicht irgendwie? Geht das? Gute Frage. Vielleicht kann man die irgendwie mitnehmen. Ins Terminal packen oder so. In den Terminator packen. So, ich muss mal jetzt hier ein paar Sachen wegschmeißen. Ich habe ja sinnvollerweise das ganze Material mitgenommen, was ich für Fackeln brauche. Und da kann man keine Fackeln machen. Das ist auch geil eigentlich. Wahrscheinlich sind jetzt die Fackeln auf ewig auf diesem Server zerstört. Die kann da man vorne nie wieder ist bauen. Noch ein Xerneas, wollen wir mal versuchen, das zu holen? Oha. Ja, alles gemeinsam, ohne uns gegenseitig zu betäuben. Hier, das war Lea, war das? Ich bin schon gewundert. Und an der Stelle ist die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Arc Park mit der Mission Pikachu finden und zähmen. Bis zur nächsten Folge Arc Park mit dem Pokémon Evolved Mod. Bis dann, ciao, ciao.